Ach, die Sea of Thieves. Ein großartiger Platz für Abenteuer. Und jetzt erzähle ich euch meine Geschichte. Am 20. März vor genau einem Jahr beginnt mein Weg zur Piratenlegende. Seitdem ich Sea of Thieves das erste Mal gespielt habe, war ich sofort verliebt in dieses Spiel. Seit Release wurde es immer mit neuen Content versorgt, wie zum Beispiel Skelettdrohne. Schon sehr früh habe ich angefangen, nach Gegnern zu suchen und nach Schätzen, die einfach so rumstanden. Sogar Sunken Curse hat mir Spaß gemacht. Seit Beginn an hatte ich das Herrscher-Set. Und das war auch mein erstes Schlüssel, was ich mir gekauft hatte. Und den Herrscher-Kompass. 1000 Updates und Sonnenuntergänge später habe ich es geschafft. Ich wurde Piratenlegende. Unvergessliche Abenteuer mit Megan und Merrick, meinem Lieblingscharakter in The Hungering Deep. Forsaken Shores haben wir in 6 Stunden durchgespielt. Dieses Bild erinnert mich immer daran. Dies war meine Geschichte. Und wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich noch immer mich vor einem Jahr. Aber ich hätte all dies nie geschafft ohne die Community von Nerddings. Und der tolle Nerdregatta, die Mevolent, Dr. Poet, der Delavit und ich organisieren. Und Chef habe ich auch viel zu verdanken. Zum Beispiel die Tavernen-Rallye. Besonders vielen Dank an all die Personen, mit denen ich dieses Jahr diese Reise gemeinsam angetreten habe. In folds of midnight waters side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, Wartet, du hast noch nicht abonniert? Hier, schnell, abonnier! Oder soll ich mal Joe fragen, was er davon hält, wenn du nicht abonnierst? There's literally no point, because we will find you and we will ban you.